Lächerliche Bewährungsstrafe für türkische U-Bahn-Todeshetzer. Erneut nur Bewährung nach tödlichem Angriff. Berlin. Vor gut einem halben Jahr ist Giuseppe Marcone, 23, von zwei Türken zusammengeschlagen und anschließend durch eine U-Bahn-Haltestelle gejagt worden. Als das Opfer aus dem Bahnhof fliehen wollte, wurde es auf der Straße von einem Auto erfasst und dabei getötet. Auslöser für den Streit waren Zigaretten. Der Hauptangeklagte kam trotz Vorstrafe mit einer Bewährungsstrafe davon. Die Richter folgten damit nicht der Staatsanwaltschaft, die 4,5 Jahre Haft gefordert hatte. Baris B. kam mit 2 Jahren auf Bewährung davon, sein Komplize gar mit 4 Monaten. Beide sind wegen Körperverletzung mit Todesfolge verurteilt worden. Dass aber beide Angeklagte schon wegen Raub und Körperverletzung polizeilich bekannt sind, spielte anscheinend für die Richter keine Rolle. Es kommt immer wieder in Großstädten zu brutalen Überfällen an Bahnhöfen. In den meisten Fällen sind die Täter Ausländer. Die deutschen Großstädte werden immer gefährlicher. In diesem Fall in Berlin mit einem weiteren Todesopfer.